Ja, dann mal gucken. Ob wir was für richtig einen Stromverbrauch. Nee, das kostet alles Geld. Können wir mal hier Naturrohstoffe gucken. Hier ist natürlich. Oh, wir haben hier einfach nichts. Wir haben weder gut Wälder noch gut für. Aber wenn wir rüberfahren, wenn wir das Gebiet kaufen, machen wir hier mal so einen Landwirtschaftsbetrieb auf. 5 Hektar. 5000. Das ist nicht viel. Müssen dann Männern hier hochziehen, aber auf jeden Fall, wir werden das hier kaufen, einen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen. Wollen ja nicht nur schmutzig sein, ja. Aber ja, gucken wir mal, ne. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Let's Play, ich habe jetzt nicht so viel Zeit am Stück aufzunehmen. Ich denke, ich werde hier relativ schnell den Part dann abwrappen. Und gucken. Die Stadt läuft uns ja nicht weg. Und werde dann die Tage dann nochmal aufnehmen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Obwohl, jetzt habe ich eigentlich auch genug Zeit, von dem her. Also, gucken wir einfach mal, wie es läuft, ne? Ja. Läuft soweit alles super. Die Leute sind glücklich, machen ein bisschen vorwärts. Aber irgendwie verlieren wir Geld. Guckt sie an, wir verlieren. Alter. Was ist los? Jetzt verlieren wir so viel Geld. Wir müssen eh mal. Wieso baut sich da keine Residentials hin, wenn sie es brauchen? Okay, es steigt wieder. Alter. Nein, ich will keine Stadt für Viertel festlegen oder an. Danke. Machen hier mal eine Einbahnstraße. Ziehen eine Einbahnstraße hier hoch. Werden die dann hier so rüberziehen. Und wenn wir wieder Geld haben, verbinden. Aber wir werden hier weiter unsere Residentials hinbauen. An unsere Commercials noch gebraucht werden. Aber ja, brauchen erstmal Geld. Können jetzt noch ein zweites Darlehen aufnehmen, aber nein, ich will auch keinen richtigen aufstellen. 1900. Gut, haben wir jetzt unsere Einbahnstraße. Die brauchen Wasser. Oh. Wie nicht genügend Geld, Leute, die brauchen Wasser. Brauchen alle Wasser. Scheißegal, Leute. Ich muss. So. Alle versorgt. Wir sind eine winzige kleine Stadt. Jawoll. Landschaftsbau. Können wir unsere Landschaft selber machen? Machen wir mal nicht, weil alles gut ist. Ja. Parks und Erholung, Pflasterweg, Kiesweg. Wir können jetzt auch Kanäle machen, Hochwassermauer. Da brauchen wir alles momentan noch nicht. Neue Gebäude, Parks. Oh, Oberschule. Botanischer Garten. Gucken wir mal. Die European High School hier, das ist eine Mod. Also ja. Aber die interessiert uns momentan auch gar nicht. Da wollen wir direkt eine Oberschule eigentlich hinpflanzen. Pflanzen unsere Oberschule mal hier hin. Und natürlich noch ein paar Parks. Noch ein botanischer Garten. Hauen wir den hier hin. Und wo kann man die Wege machen? Zweispurige Schießstraße. Können wir jetzt mal so kleine Überwege hier machen. Ist ja nicht so schlimm, ne? So ein Autobahnkreuz machen wir momentan noch gar nicht. So eins hier. So ein Kreisverkehr. Brauchen wir momentan noch nicht. Müssten wir dann, wenn dann hier reinbabbeln, aber. Nee, wir haben ja schon genug. Erst wenn der Verkehr ein bisschen
zu happig wird und brauchen Wohngebiete zum auf Doom, ohne Witz. Jetzt habe ich Kiesstraßen genommen. Oh, ist ja nice. Ich bin ein Held vom Erdbeerfeld. Ich mache Kiesstraßen statt Normalstraßen. So. Erstmal hier natürlich alles mit Wasser versorgen, weil sonst nutzen die Kackbratzen herum, dass sie kein Wasser haben. So. Residentials, 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 nochmal Residentials. Leute haben ja nichts zum Wohnen. So. Jetzt müssen sie halt in der Nähe von unseren schönen Parks, Windpark da leben. Aber interessiert mich nicht. Neue Dienstleistungen. Stimmt, ich kann jetzt mal einen einzigartigen Gebäude bauen. Statue des Wohlstands. Anforderungen. Ah, stimmt, muss man bauen, um später was Großes zu bauen. Frontier Stadtpark. 20 Tonnen. Das Zeug kostet aber 20.000, was geht ab? Leute, Leute. Nee, nee, lass mal erstmal. Lassen wir das erstmal. Gucken mal weiter. Können wir mal hier noch eine Verbindung irgendwie hinsetzen? Ich habe eine Nachricht, so wie es aussieht. Gut. Also, nein, ich will auch keinen Kai bauen. Mein Fluss gefällt mir so, wie er ist, gerade ganz gut. Oh, schaut mal, wie lecker das aussieht. Aber momentan sieht unser Wasser noch recht sauber aus, von dem wir alles tutti frutti. Wir werden hier auf jeden Fall mal einen Karussell hinstellen. Und einen japanischen Garten. Drüben und hier drüben. Und die Leute sind glücklich. Ich liebe die neuen Parks. Danke an den Bürgermeister. Ja, schön. Bitte. Jetzt kann ich mit meiner Familie endlich in den Park gehen. Bitte. Ach, Jesus. Bradley. Shut the fuck up. Wie viel braucht's denn, um ein neues Gebiet zu kaufen? Oh, 3600 nur. Gut. Können wir hier oben jetzt unseren Landwirtschaftsbetrieb langsam aufbauen. Ich will es auch gar nicht. Oh, eine boomende Kleinstadt. Alter, jetzt zieht's aber los hier. So. Haben wir hier erstmal Gebiet ausweisen. So. Das ist der Haupthügel. Und diesen Haupthügel werden wir. Wie machen wir das denn nochmal? Ich habe ein neues Gebäude, das ist schön. Würde ich gerne Landwirtschaft. Wie tue ich das nochmal bestimmen?
Das ist eine echt gute Frage. Wie ich das nochmal bestimmen kann. Ja, Beraterhilfe und so ist ja fresh. Ah, hier. Agrarindustrie. Boom. Das ist jetzt Agrarindustrie. Könnt natürlich noch Erze, aber Erze haben wir momentan, glaube ich, keine. Und dann werden wir hier alles mit Industrie. Voll pflastern. Das wird dann unsere Agrarindustrie. Noch ein bisschen, müssen jetzt noch ein bisschen ausweiten hier. So. Ja. Das ist wunderschön. Hier werden sie wahrscheinlich das Boden schon kaputt, aber weil es einfach so, dass ich hier nicht ein bisschen, ja, versteht. Ich denke, die werden hier nicht so viel Erfolg haben, aber ja, gut. Aber muss natürlich erstmal wieder hier überall meine Wasserleitung durchziehen. Ich hoffe mal, dass die jetzt ein bisschen weiter hochziehen. Haben wir gut abgedeckt. Gut abgedeckt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die da ein bisschen hochziehen. Da ist Erz. Also da oben machen wir eine Erzindustrie auf, hier auch. Aber hier ist ja erstmal nur, ja, nicht so. Ich hoffe, die bauen hier dann auch auf. Das werden wir dann sehen, wenn das gebraucht wird. Was ist hier das Problem gerade? Nicht genügend Gebilde. Dann lasst ihr halt die Leute zur Arbeit gehen, würde ich sagen. Aber Leute, wir machen jetzt dann noch, okay, 3 Minuten machen wir noch. Und dann werde ich diesen Part erstmal noch beenden. Dann haben wir jetzt nämlich 2 Stunden 15 Minuten Parts. Ja, aber hier werden gebildete Arbeiter. Okay, einer ist gerade weg. Wieso habe ich hier eigentlich Nebel of Doom? Das ist unglaublich. Geschnittenes Obst. Nice, Elisabeth. Nice, Elisabeth. Du bist echt dumm. Ey, Ashton Holmes, ja. Wo lebst du? Hier. Weißt du, ich versuche alles. Ja, um keine Umweltverschmutzung hier zu machen. Will dann hier ein bisschen auf sauberes Essen und so gehen. Und du babbelst mir hier einen an die Backe. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Weißt du, was ich dazu meine? Weißt du eigentlich, was ich dazu meine, du Bitch? Verpiss dich. So sehe ich das. Gut. Immer noch zu wenig gebildete Arbeiter. Das ist natürlich, ja, meine Oberschule muss hier ja irgendwo stehen. Steht hier irgendwo. Verlassenes Gebäude. Ach, die werden selber planiert. Ich schon mal eine Mod, die ich habe. Ah, meine Landwirtschaft wächst. Alter, muss ich jetzt hier noch, eine Feuerwehr hin. Machen wir hier noch Feuerwehr hin. Oben auch noch eine Feuerwehr hin. Hier auch noch eine Feuerwehr hin. Und hier und noch eine Feuerwehr hin. So. Seid zufrieden. Ich habe jetzt so viele Feuerwehrleute wie noch nie. Nicht genug Wasser.
Die haben keinen Strom. Hat sich geändert. Wir brauchen sehr viel mehr Residentials. Die Leute, ey, die Leute. Meinen hier auch, ich hätte zu viel Geld. So. Kommt dran. Oh nein. So. Nein, jetzt habe ich... Oh, ein Friedhof. Ein Friedhof ist super. Schau ich mal hier. Komischerweise freut die ein Friedhof, aber... Ja, gucken wir mal. Habe ich dann... Da habe ich auch kein Wasser, ne? Muss ich noch Wasser einpacken. Das ist, glaube ich, echt teuer. Kriege ich da alles hin? Gut. Ja. Aber jetzt werden wir diesen Part auch beenden. Also diese zwei Parts, die ich jetzt aufgenommen habe. Ich hoffe, das hat euch bisher gefallen. Oh, lol. Ich hoffe, das hat euch bisher gefallen. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.